Okay, ja, hallo, ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung. PowerPoint hat gerade diese Präsentation repariert, deshalb weiß ich nicht, was jetzt auf mich zukommt in der Vorlesung. Ich habe heute nachgerechnet und habe ich festgestellt, dass das heute die letzte Vorlesung sein wird, weil wir am nächsten Montag eine Übung machen zum Thema symbolische Planung, Programmieren durch Vormachen. Und am letzten Donnerstag, also am nächsten Donnerstag, werden wir eine Laborführung für euch machen, wo ihr unsere Forschung auch beziehungsweise unsere Labore anschauen könnt. Deshalb will ich das Thema heute oder trotzdem will ich heute versuchen, das Thema abzuschließen, also Programmieren durch Vormachen. Und wir werden sehen, dass viele der Themen oder der Aspekte, die wir hier ansprechen in der Robotik 2 Vorlesung im Sommersemester vertieft werden. Und wir haben das letzte Mal gesagt, die drei grundlegenden Probleme oder Fragestellungen, die man adressieren muss, wenn man ein imitierendes System oder ein System des Programmieren durch Vormachen für die intuitive Programmierung von Robotern entwickeln will, sind einmal die Wahrnehmung, also die Wahrnehmung von menschlichen Demonstrationen, weil das ist ja die Quelle, woher die Daten kommen, aus denen Roboterprogramme erstellt werden sollen. Dann natürlich der zweite Punkt ist die Verarbeitung dieser Daten auf eine intelligente Art und Weise. Ich habe hier Kognition geschrieben. Das heißt, wie kann man aus diesen Demonstrationen, aus den Daten, egal wie diese Daten sind, sind das Bewegungsdaten, Bilddaten, also Bewegungsdaten repräsentiert zum Beispiel mit Hilfe von Markertrajektorien oder Bilddaten, aus denen die Demonstration des Menschen extrahiert wird. Wie wird daraus gelernt? Wie werden die Fähigkeiten, also dieses Alphabet, was wir das letzte Mal angesprochen haben, repräsentiert? Und natürlich der letzte Punkt ist das, was wir gelernt haben und generalisiert haben aus Demonstrationen des Menschen. Wie können wir das auf einem Roboter abbilden? Also das wird uns verfolgen, dieser Zyklus, also einmal Perzeption, Kognition und Aktion, wie man das hier neben dem KIT-Logo auf den Folien immer sehen wird. Und zunächst mal will ich so ein paar gängige Methoden zur Aufnahme von Demonstrationen hier kurz vorstellen. Das heißt, wenn man den Lehrer hier hat und der Lehrer soll jetzt eine Aktion wie Greifen, Abstellen, Schneiden, Tisch wischen, dann muss man natürlich diese Demonstration zunächst mal aufzeichnen. Das heißt, man hat eigentlich ein Recording hier oder eine Aufzeichnung von der Bewegung. Man hat die Ausführung, eine Aufzeichnung der Ausführung, die natürlich durch den Menschen erfolgt ist. Und anschließend, was notwendig ist, diese Aktionen, die der Mensch gemacht hat, die müssen natürlich auf das Zielsystem, also auf dem Roboter, abgebildet werden. Man spricht auch von diesem Embodiment Mapping, weil natürlich die zwei Agenten, der Lehrer und der Schüler, unterschiedliche Kinematiken haben könnten. Wenn der Roboter die gleiche Kinematik, wie ich das letzte Mal erwähnt habe, oder sehr ähnliche Kinematik zum menschlichen Körper hat, wie das der Fall bei humanoiden Robotern, dann ist natürlich dieses Mapping ziemlich einfach. Aber stellt euch mal vor, wir wollen eine Demonstration von einer Greif- und Abstellbewegung ausführen auf einen Roboterarm, der translatorische Gelenke hat. Ja? Das heißt, dieses Mapping muss natürlich hier berücksichtigt werden und ist nicht so, naja, Mapping von Gelenkwinkel, vom Ellenbogen, Oberarm, Unterarmdrehung auf das Zielsystem, sondern muss man gucken, wie so ein Mapping funktioniert. Gut, das heißt, einmal Aktionen des Lehrers aufnehmen, das ist dieses Record Mapping, und dann Aktionen auf dem Roboter abbilden, Embodiment Mapping, entweder hier eine direkte Abbildung oder es gibt eine Abbildungsvorschrift, die zu identifizieren ist. Und ich will hier das Ganze, ich habe aus dem Paper von Argal hier
Aufteilung bzw. Klassifikation der unterschiedlichen Methoden, die so vorkommen in der Robotik. Und man sieht hier, dass beide Schritte, also einmal die Aktionen aufzeichnen und die Aktionen auf dem Roboter abbilden, die können entweder direkt oder indirekt ausgeführt werden, durchgeführt werden, wie hier auf diesem Bild zu sehen ist. Wir werden das Bild genauer angucken und verstehen, was die unterschiedlichen Quadranten eigentlich bedeuten. Man sieht also hier einmal, wo die Daten direkt benutzt werden für das Recording, also die Daten, die der Mensch zum Beispiel hier ausführt, direkt benutzt werden oder direkt auch benutzt werden für das Mapping auf dem Roboter. Und wir sehen hier also zwei Zeilen und zwei Spalten, wie man sieht. Der erste Teil ist, oder die erste Spalte ist das, was man so mehr Demonstration bezeichnet hat in dem Paper, während so Imitation oder Programmieren durch Vormachen ist natürlich die zweite Spalte, also wo man irgendwelche Sensorik am Lehrer aufbringen muss hier, um eine Demonstration hier vorzuführen und dann diese Demonstration auf das Zielsystem abzubilden, oder wo der Roboter direkt, ohne dass man hier irgendwelche Sensoren am Körper des Menschen anbringt, direkt beobachtet mit der eigenen Sensorik, wie die Aktionen sind und daraus natürlich Daten generiert, aus denen er generalisieren kann. So, also es gibt diese vier Typen und auf die würde ich kurz eingehen hier. Das heißt, wir haben die erste Zeile. Die erste Zeile heißt, die aufgenommenen Daten, die können direkt vom Roboter genutzt werden. Man sieht hier, der Mensch in der ersten Zeile, der steuert den Roboter über irgendein Gerät, ein Joystick, eine Maus oder ähnliches, und dadurch bewegt sich natürlich der Roboter, damit er dieses Objekt hier greift. Und wenn der Roboter sich bewegt, dann natürlich können wir die Daten oder die Bewegungsdaten des Roboters aufzeichnen. Also nicht die Bewegungsdaten des Menschen in dem Fall, sondern die Bewegungsdaten des Roboters. Und können wir diese Daten dann direkt benutzen. Das gleiche hier in der ersten Zeile, die aufgenommenen Daten vom Mensch, die können direkt benutzt werden, um zum Beispiel hier den Roboter anzusteuern. Dann die zweite Zeile, die Daten, die sind nur indirekt verfügbar. Das heißt, hier in dem Fall natürlich beobachtet der Roboter hier, also das ist der Schüler, was der Lehrer hier macht, und diese Daten, die muss er natürlich indirekt über die Wahrnehmung hier, das so angedeutet durch dieses Dreieck hier, dass der Roboter guckt, was der als andere Agent macht oder was der Lehrer macht. Das gleiche auch hier, ja, also guckt mit der eigenen Sensorik hier, was der Mensch auch macht, und das heißt, die Daten, die kann man natürlich benutzen, aber nicht direkt, sondern indirekt, die müssen abgeleitet werden, zum Beispiel aus der visuellen Information, aus der visuellen Information, die mit den eigenen Sensoren aufgezeichnet wurde. Dann haben wir zwei Spalten. Die linke Spalte, die vorgemachten Bewegungen, die entsprechen dem Körper des Roboters, weil hier der Mensch steuert den Roboter und wir zeichnen die Bewegungen am Roboter auf. Das heißt, die Bewegungen, die entsprechen wirklich dem Aufbau des Roboters. Es kann nicht sein, dass irgendeine Bewegung, was der Mensch vorgemacht hat über dieses Eingabegerät, nicht ausführbar am Roboter ist. Der steuert den Roboter so, dass er bis zu diesem Objekt zum Beispiel mit der Hand fährt. Und deshalb können diese vorgemachten Bewegungen direkt benutzt werden. Ja, also hier bei dem Mapping. Und die rechte Spalte, die vorgemachten Bewegungen hier, die entsprechen natürlich nicht dem Körper vom Roboter, weil hier beispielsweise beobachten wir nur die Hand über diese drei Marker, die an der Hand angebracht werden. Hier beobachten wir nicht die drei Marker an der Hand, sondern die komplette Hand, und versuchen wir zu verstehen, was der Mensch gerade macht. Das heißt, hier brauchen wir eine Abbildung von diesen Demonstrationen auf dem Roboter.
So, das Ganze ist hier ein bisschen aufgeschlüsselt, beziehungsweise mit Erklärung. Also das RC hier nennen wir Teleoperation. Tatsächlich, der Operator hier steuert den Roboter über irgendein Eingabegerät, wie ein Joystick beispielsweise oder ein Touchpad oder andere Eingabe- oder Steuerungsgeräte. Die Sensoren, die die Beobachtung, die die Demonstration aufzeichnen, die sind am Roboter, weil wir zeichnen tatsächlich, was der Roboter macht und nicht, was der Mensch macht hier an diesem Steuergerät oder Eingabegerät. Und natürlich hier sind die zwei Embodiments, also die Körper eigentlich vom Lehrer und vom Schüler gleich, weil der Roboter, der soll eigentlich aus den eigenen Bewegungen, die erzeugt wurden durch den Menschen, hier etwas lernen. Das heißt, hier gibt es keine Nachbearbeitung, beziehungsweise wir müssen das sogenannte Korrespondenzproblem, was bei zwei unterschiedlichen Morphologien des Körpers vom Lehrer und vom Schüler zu bewältigen ist, nicht lösen. Aber der Nachteil ist natürlich, diese Steuergeräte, wie wir wissen, benötigen Training. Also man muss wissen tatsächlich, wie man den Roboter steuert. Und man will, wenn man jetzt hier Objekte aus beliebiger Orientierung beispielsweise greifen will, man will natürlich den Endeffektor vom Roboter in 6D steuern können. Ja? Und nicht nur nach links, nach rechts, sondern vielleicht mal auch die Orientierung. Es gibt natürlich hier einige andere Vorgehensweisen, dass man sagt, okay, warum? Das letzte Mal haben wir auch Kinesthetic Teaching gesehen, das heißt, wo man den Roboter bewegen kann, wenn der Roboter zum Beispiel über die entsprechenden Steuerstrategien hat, wie Compliance und nachgiebige Steuerungen. Das heißt, wenn man den Roboter entweder passiv oder im passiven oder im aktiven Compliance-Mode bewegen kann, dann fasst man einfach den Roboterarm und führt den Roboterarm bis zum Objekt, was zu greifen ist, speichert die Daten, die der Roboter dabei ausführt und versucht daraus hier generalisierte Repräsentationen zu führen. Genau, Aufnahme der Demonstration, natürlich wie bei Teleoperationen, die Aufnahme der Daten erfolgt im Roboter selbst, also im sensorischen Raum des Roboter selber. Und natürlich wissen wir, dass wir, wenn wir jetzt den Arm zu einer geeigneten Position führen, eventuell beide Hände brauchen, damit wir wirklich die exakte Position anfahren können. Das heißt, auch wenn wir jetzt daran interessiert sind, zweihändige Manipulationsaufgaben auf die Art und Weise zu lernen, dann wird das schwierig sein, dass der Mensch jetzt beide Arme des Roboters mal entsprechend bewegt, um eine zweiarmige Bewegung oder zweihändige oder zweiarmige Aktionen zu demonstrieren. Klar ist der Mensch natürlich hier sehr nah am Roboter, das heißt, hier besteht auch ein Sicherheitsrisiko, was wir schon besprochen haben. Von Entfernung ist es natürlich auch möglich, das ist nicht auch möglich bei Robotersystemen, die man auf die Art und Weise programmieren will, die sehr weit entfernt sind. Also zum Beispiel, wenn man den Robonaut auf der Weltraumstation programmieren will, dann kann man natürlich nicht den Roboter anfassen und zeigen, wie solche Bewegungen erfolgen. Da ist man natürlich auf diese Eingabegeräte wie hier angewiesen. Der zweite ist das, was man Shadowing nennt. Ja? Das heißt, Lehrer und Schüler haben gleiches Embodiment oder sind eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Das heißt hier, kein direkter Zugriff auf die Daten des Lehrers, ja, also wir können nicht auf die Daten von diesem oder wir greifen nicht auf die Daten von dem Lehrer hier, sondern wir versuchen die Aktionen so auszuführen, dass wir zum Ziel kommen und wir nutzen die Daten des Schülers, also des Roboters selber. Daher ist die Aufnahme oder wird die Aufnahme hier auch als indirekt bezeichnet. Und die Aufnahme erfolgt natürlich im Embodiment, also im Körper des Schülers, und deshalb ist auch hier kein Mapping notwendig. So, das erste Spannende wird natürlich hier, also wo wir tatsächlich die Bewegung des Menschen hier erfassen und aus Bewegung des Menschen solche Aktionen für den Roboter lernen.
Das heißt, man kann hier zum Beispiel die Bewegungen aufzeichnen mit Hilfe von am Körper des Lehrers angebrachten Sensorik. Je nachdem, welche Art von Sensorik hier man wählt, hat man oder kann man hier auch eine sehr genaue, sehr hohe Genauigkeit bei der Aufnahmen erreichen. Der Mensch kann sich beliebig bewegen, der kann wirklich die Aktionen so ausführen, wie er das ohne irgendwelche Zwangbedienungen ausführen muss. Also wenn er einen Joystick bewegt oder den Arm mal bewegt, der kann das so machen, wie er das normalerweise macht. Dazu brauchen wir natürlich diese Abbildung von der Kinematik oder vom Raum des menschlichen Körpers in den Raum des Roboters, das sogenannte Korrespondenzproblem. Wie macht man das? Das ist eine sehr gängige Methode in der Literatur, die wir auch sehr intensiv bei uns in unserer Forschung betreiben. Es geht darum, viele Daten auf der einen Seite für das Lernen zu generieren, und es geht darum, dass man natürliche Bewegungen, also man könnte natürlich sagen, okay, wir wollen, dass die Aktionen, die der Roboter ausführt, menschenähnlich aussehen, also natürliche Bewegungen. Wir wollen überhaupt keine Zwangsbedienungen haben, also wirklich beispielsweise jetzt hier Alltagsaufgaben erfassen und daraus dieses Bewegungsalphabet für Alltagsaufgaben generieren. Und da gibt es hier eine ganze Reihe von Vorgehensweisen oder von Methoden. Auf der einen Seite markerbasierte Verfahren, also wie man hier sieht, da sind Marker hier am Körper vom Menschen angebracht. Und das ist so ein Markersatz, wo man die Markerpositionen auch geeignet auswählen kann, sodass man aus den Markerpositionen, also diese Markerpositionen, wie wir gleich sehen werden, die werden getrackt. Das heißt, wir kriegen Trajektorien von jedem Marker im Sinne von XY-Trajektorie. Und aus den Trajektorien von den Markern müssen wir die Gelenkwinkel des Menschen rekonstruieren, weil wir können ja keine Steuerkommandos an Marker, die am Roboter beispielsweise angebracht sind. Wir wollen ja auch keine Marker am Roboter anbringen. Deshalb brauchen wir diese Abbildung von diesem Markerraum auf dem Raum der Gelenkwinkel des Menschen und vom Gelenkwinkelraum des Menschen dann auf Gelenkwinkelraum des Roboters. Natürlich kann man direkt gehen und kann man sagen, okay, ich bilde die Marker zunächst mal auf dem Körper des Roboters ab und mache nur die Rekonstruktion der Gelenke für den Roboter ohne die Rekonstruktion der Gelenkwinkel des Menschen. Aber wir werden gleich mehr dazu sehen. So, das heißt, die Marker, die werden an vorher festgelegten anatomischen Landmarken des menschlichen Körpers angebracht. Könnte man sich vorstellen, wenn ich jetzt den Ellenbogen rekonstruieren will, also Ellenbogenwinkel bei einer Bewegung rekonstruieren will, also wo steht mein Ellenbogen, dann brauche ich mindestens drei Marker. Ja? Eins auf dem Oberkörper, vielleicht eins hier am Ellenbogen und eins am Unterarm. Und diese drei Marker, die müssen natürlich bei beliebigen Aktionen sichtbar sein, weil wenn die Kameras beispielsweise dort sind und ich habe die Marker nur an der inneren Seite von meinem Arm, dann kriege ich keine Marker, dann weiß ich nicht, wie der Ellenbogen im Raum steht. Deshalb ist es sehr wichtig und keine triviale Aufgabe, sage ich mal, die optimale Platzierung dieser Marker am Körper des Menschen festzulegen, damit man alle Freiheitsgrade, na, alle wird man wahrscheinlich so nicht kriegen, aber zumindest die Freiheitsgrade, für die man sich interessiert, zu bestimmen. Und diese Marker, die man aufbringen kann, also das ist die allgemeine Vorgehensweise, dass diese Definition von dem Markersatz oder Markerset sehr wichtig ist. Aber die Marker selber, die können entweder aktiv sein, das heißt, man weiß, ich habe 56 Marker am Körper und ich habe immer eine Zuordnung von dem Signal, was ich messe an meinem Rechner zu einem Marker, der beispielsweise am linken Oberarm angebracht ist. Ja, also wenn die Marker aktiv sind, da kann man natürlich diese Kodierung hier machen. Und wenn die Marker natürlich passiv sind, dann muss man dieses sogenannte Labeling-Problem von den Markern zum anatomischen Segment machen. Ah, okay, das ist der Marker, der auf dem Oberarm ist. Und wenn ich mich so bewege, und der ist nicht mehr sichtbar, zum Beispiel für die Kamera, dann verschwindet er natürlich. Und wenn er wieder auftaucht, dann muss ich sofort erkennen, oh, das ist der Marker am Oberarm.
Ja, das heißt, bei passiven Marker ist es natürlich, dieses Labeling-Problem ist eine ziemlich, naja, lösbares Problem, aber auch ein Problem, was mit Aufwand verbunden ist. Gut, also deshalb passiv und aktiv die Marker. Das heißt, der Mensch muss auch, bevor es losgeht, vermarkert werden. Inzwischen gibt es auch diese Anzüge, ja, wo man die Marker drauf kleben kann, sodass man nicht die Marker direkt am menschlichen Körper aufbringen muss. Natürlich hat man dadurch den Nachteil, dass man nie sicher sein kann, dass diese Marker wirklich an dieser Position, an dieser anatomischen Marke des menschlichen Körpers angebracht sind. Also stellen wir uns mal vor, wir wollen einen Marker am Ellenbogen und der Marker ist jetzt an diesem Anzug angebracht. Wir haben natürlich die Formation von der Haut, wir haben auch die Formation von dem oder Verschiebung von dem Anzug am Körper während der Bewegung, sodass wir nicht immer sicherstellen können, dass der Marker immer in der gleichen Position ist. Also nur ein paar Details, die aber sehr wichtig sind. Einfacher wäre es, wenn man die Demonstrationen des Menschen ohne jegliche Marker am menschlichen Körper aufbringen kann. Also das wäre ja beispielsweise, also wenn man hier überhaupt keine Marker am menschlichen Körper aufbringt und wenn man in der Lage ist, die Demonstrationen tatsächlich vollständig zu erfassen. Das heißt, das sind markerlose Verfahren und diese markerlose Verfahren, die haben zum Ziel, dass man eine direkte Rekonstruktion der Pose des menschlichen Körpers aus Kameradaten, also zum Beispiel RGB oder Tiefenkameradaten. Und natürlich hier entfällt der Nachteil oder hat man den Nachteil nicht, dass man den Menschen vorher vermarkern muss. Ja? Also dass der Mensch zum Beispiel in diesen Anzug reingehen muss oder dass man diese Marker auf die Haut des Menschen aufbringen muss. Man kann sich vorstellen, dass das ein ziemlich schwieriges Thema, also womit man sich im Bereich der Bildverarbeitung beschäftigt. Ja, also viele von euch wahrscheinlich haben auch diese Computerspiele mit einem Kinect zu Hause, wo sie da spielen und da werden die Bewegungen auch rekonstruiert aus RGBD-Daten. Das ist schon da, aber natürlich nicht mit der Genauigkeit, die man vielleicht braucht, um menschliche Griffe zu rekonstruieren oder genaue Positionen tatsächlich von der Hand oder von anderen Endeffektoren des menschlichen Körpers zu bestimmen. So, es gibt hier aber viel Literatur dazu. Das sind zwei Übersichtsartikel für die Leute, die hier Interesse haben. In der Vorlesung Computer Vision for Human-Robot Interaction von Professor Stiefelhagen wird auch mehr darüber erzählt. Ich glaube, die Vorlesung, die findet auch im Sommersemester statt, für die Leute, die hier Interesse haben, das ist sehr zu empfehlen. Gut, gucken wir uns mal diese zwei Sachen ein bisschen genauer an, also markerbasierte und zwar optisch-passive Bewegungserfassung. Das heißt, man hat hier Bewegungserfassungssysteme, zum Beispiel von Vicon oder OptiTrack hier. Das sind Kameras, die in solchen Räumen da aufgehängt werden. Das werdet ihr nächsten Donnerstag bei uns sehen. Wir haben so 14 Kameras in unser Bewegungserfassungslabor oder Studio. Wir haben Menschen, die natürlich in diesen Anzügen dann rumlaufen und dann bestimmte Aktivitäten wie greifen, mixen, Treppensteigen und so weiter und so fort ausführen. Und man sieht hier so angedeutet ein bisschen anhand von diesem Bild hier unten, dass man auch nicht nur das Ganze für eine einzelne Person, sondern für mehrere Personen. Wir hatten ja über das Thema, wen soll eigentlich ein Roboter imitieren? Das heißt, es stehen mehrere Leute vor dem Roboter und machen was vor und der soll ja entscheiden, wer ist eigentlich sein Lehrer. Das heißt, wir müssen auch in der Lage sein, zwei Personen beispielsweise gleichzeitig hier oder Aktionen von zwei Personen aufzuzeichnen. Und man sieht hier die rekonstruierte Bewegung. Das ist natürlich ein sehr stark vereinfachtes Modell vom menschlichen Körper, was von der gleichen Firma, die diese Vicon-Kameras hier, also Infrarotkameras herstellt. Und da hat man eine Genauigkeit des Tracking der einzelnen Marker im Submillimeterbereich. Ja?
Und man kann sich vorstellen, die Bewegungen des Menschen, also als Output von dem System, nehmen wir mal an, wir haben 56 Marker am menschlichen Körper und die werden alle getrackt von 14 Kameras und zwar so angeordnet, dass fast jeder Marker in jeder Stellung des menschlichen Körpers von mindestens 3 Kameras sichtbar ist oder von mindestens 3 Kameras sichtbar ist. Das heißt, man kriegt eigentlich so eine Punktwolke von Markerpositionen. Ja, also es ist Punktwolke, wenn Menschen sich bewegen, Punktwolke von Markerpositionen, X, Y, Z. Und aus dieser Punktwolke muss man Gelenkwinkel für den menschlichen Körper bestimmen. Und das ist so angedeutet hier, wie die Gelenkwinkel, die rauskommen. Also man hat hier eine sehr hohe räumliche Genauigkeit, Submillimeterbereich, was man natürlich mit reiner Computer Vision, also mit markerlosen Systemen nicht erreichen kann, und auch eine sehr hohe zeitliche Auflösung. Bis zu 10 Kilohertz sogar kann man solche Aufnahmen mit solchen Systemen liefern. Der Nachteil, das ist sehr teuer, das System, also so 14 Kameras mit diesen Markern und so weiter. Was glaubt ihr so, wie viel man so dafür bezahlen muss? 2 Kilohertz Aufnahme Submillimeter Bereich, also keine 10 Kilohertz. So schätzungsweise. Ja, 100.000, also ist ja die richtige Größenordnung zumindest, also so 150.000 bis 170.000 Euro, um so ein System aufzubauen, mit diesen Kameras und mit dieser Infrastruktur. Und dann gibt es natürlich ein großer technischer Aufwand, dass tatsächlich dieses System auch kalibriert werden muss. Es müssen die Daten immer nachbearbeitet werden. Es gibt inzwischen auch Methoden, haben wir auch Methoden entwickelt für die automatische Nachbearbeitung dieser Daten. Aber wir haben viele Hiwis, die bei uns nur damit beschäftigt sind, Nachbearbeitung von Bewegungsdaten zu machen und nicht nur nachbearbeiten im Sinne korrekter Zuordnung von Markerposition zu Label, sondern auch vielleicht Annotation und Segmentierung der Daten, Sachen, die natürlich notwendig sind für andere Fragestellungen. Also zum Beispiel, wenn das Problem, was ich vorher erwähnt habe, wenn Marker verdeckt werden während der Bewegung und wieder auftauchen, dass die richtige Zuordnung nicht immer garantiert ist, und solche Sachen müssen dann korrigiert werden in einem Nachbearbeitungsschritt. Und die Anforderungen an Aufnahmebereich, man kann nur das Ganze indoor machen. Ja, also natürlich ist der Mensch uneingeschränkt in seinen Bewegungen, aber solche Systeme im Outdoor-Bereich, also wenn man zum Beispiel jetzt, sag ich mal, so, ein Fußballspiel beobachten will, also zum Beispiel Messi beobachten will, wie er sich bewegt während eines Fußballspiels, während er schießt und so weiter und so fort. Da muss man natürlich in einem Stadion solche Sachen mal aufbauen, die Lichtverhältnisse, und die Tatsache, dass das Ganze hier Infrarot ist, macht die Sache für Outdoor-Anwendungen nicht geeignet. Gut, man könnte natürlich Messi in so ein Bewegungserfassungsstudio bringen, aber das ist ja die andere Sache. Wird schwierig sein. So, die andere Variante sind die markerbasierten optisch aktiven Bewegungserfassungssystemen. Das heißt, man hat hier Marker, also, und der Marker hat so eine Kennung, und diese Kennung, die kann natürlich abgefragt werden, sodass dieses Zuordnungsproblem nicht erfolgt. Das ist auf jeden Fall billiger als die andere Variante, und dann das Labeling-Problem von den Markern existiert gar nicht. Davor hat man natürlich Kabel, das sind aktive Marker, das heißt, man braucht auch Energieversorgung, das heißt, jeder Marker hat seine Batterie bzw. auch Kabel, was die Sache natürlich nicht so elegant macht, ja? Wenn man immer wieder schauen muss, also man handelt sich eigentlich neuere Probleme, dass man guckt, jetzt die Daten hier waren nicht korrekt, weil die Batterie von einem Marker beispielsweise nicht mehr voll war oder nicht aufgeladen war. So, also das sind aktive und passive. Es gibt eine andere Variante, und klar, die Marker, wie gesagt, müssen immer
anhand von irgendeiner Referenz, also muss so angebracht werden am menschlichen Körper, dass man die wichtigen oder die relevanten Bewegungsfreiheitsgrade rekonstruieren kann. Es gibt andere Varianten, und zwar die darauf basieren, dass die Sensoren, dass man nicht Marker, sondern Sensoren am menschlichen Körper anbringt. Zum Beispiel IMU, also Inertial Measurement Units, die messen Beschleunigungen, und die bringt man auch an anatomischen, anatomisch definierten Punkten des menschlichen Körpers. Ja, man sieht hier ein Beispiel, habt ihr vielleicht gesehen in Videos oder ähnliches im Bereich von Entertainment, Sport und Gaming und so weiter. Man hat hier mehrere Marker, das sind hier diese orangenen Teile. Das ist auch ein kompletter Anzug, wo die Marker auch integriert sind in diesem Anzug. Und die liefern, die messen Beschleunigungsdaten, und anhand von den Beschleunigungsdaten, natürlich wissen wir, kann man zweimal integrieren und kriegt man Positionen von diesen Markern. Und je nachdem, was man machen will, braucht man dann entsprechend viele Marker. Man sieht hier zum Beispiel, um die Bewegung vom Knie zu erfassen, beim Laufen braucht man mindestens einen Marker am Oberschenkel und einen Marker am Unterschenkel. Problematisch ist natürlich, dass diese Beschleunigungssensoren oft driften. Ja, das heißt, die Genauigkeit ist nicht so gegeben wie zum Beispiel bei einem Vicon-System. Und da hat man aber keine Einschränkung, dass man jetzt nur Indoor-Aufnahmen nur Indoor machen kann. Man kann natürlich Outdoor machen, man kann hier Bewegungsaufnahmen machen, wenn jemand Fahrrad fährt beispielsweise, Sport treibt und ähnliches. Man kann auch die menschliche Pose relativ genau bestimmen, aber nicht so genau wie bei den markerbasierten optischen Sensoren. Nachteile, die ich hier gerade angedeutet habe, natürlich exakte Platzierung der IMUs, das ist aber der Fall auch bei den anderen Systemen, und wir haben keine exakte Positionsbestimmung des Menschen in einem globalen Koordinatensystem. Die Beschleunigungsdaten, die man misst bei jedem Sensor, die sind natürlich relativ, das heißt, eine Rekonstruktion einer globalen Position des Menschen ist hier nicht möglich. Außerdem hat man noch das Problem des Drifts bei den IMUs. Ja, die einfachste Variante ist, menschliche Bewegungen aufzuzeichnen, dass man so ein Exoskeleton anzieht. Ja, also stellen wir uns mal vor, wir haben so einen Anzug, der mit Sensoren ausgestattet ist, wo wir reingehen können, und bei jeder Bewegung kann er uns sagen, wo befinden sich unsere Gelenke. Ja. Und das ist hier ein Arm-Exoskeleton von ESA, also European Space Agency, entwickelt am DLR in Oberpfaffenhofen war es, und dient tatsächlich für die Steuerung von Robotersystemen auf der Weltraumstation. Das heißt, der Mensch geht hier rein, man sieht hier, man zieht das an, und das sind hier ein paar Gelenke, ich weiß nicht, ob man das sehen, das sind die Schulter hier, das Ellenbogen, das ist ein Griff hier, wo man auch die Gelenkwinkel vom Handgelenk messen kann, aber nicht nur die Gelenkwinkel, sondern auch die Kraftdruckkopplung, wenn zum Beispiel ein Mensch auf dem Boden, ein Roboter auf der Weltraumstation bewegt und der Roboterarm gegen irgendwas stößt, da will man natürlich dieses haptische Feedback oder Kraftdruckkopplung auch spüren, damit man sieht, oh okay, ich mache das richtig oder ich muss mal was korrigieren. Aber auf die Art und Weise kann man natürlich auch Bewegungen des Menschen erfassen. Die ersten Bewegungsanalysen im Bereich Biomechanik, bevor es solche markerbasierten Systeme gab, waren tatsächlich Potentiometer, die in irgendwelchen Stangen, also man hat so eine ganz einfache Struktur am Bein angebracht mit einem Potentiometer am Ellenbogen, und dann konnte man messen beispielsweise, wie ist das Gelenkwinkel vom Ellenbogen im Laufe des Gangmusters, ja, oder beim Treppensteigen und ähnliches. Die Nachteile, die man hier hat, und da werden wir viel in der Vorlesung anziehbare Robotersysteme im Sommersemester darüber lernen.
man schränkt natürlich die Bewegung vom Menschen, es sei denn, man hat perfekte Anzüge, die tatsächlich exakt passen auf den Menschen, wovon wir noch sehr weit entfernt sind. Das ist aber eine Sache, die ich so gerne machen würde oder woran wir auch ein bisschen arbeiten oder anfangen zu arbeiten. Das ist ein hoher technischer Aufwand, ja. Also das heißt, man muss natürlich solche Systeme auch für jeden Menschen anpassen, ja. Also da so ein Exoskelett, was ich benutzen kann, um zum Beispiel Daten zu generieren für den Arm, damit er was greift, kann nicht jeder von euch benutzen, sondern man muss es anpassen oder es muss anpassbar sein. Und natürlich haben wir keine Bestimmung der Position von Menschen in einem globalen Koordinatensystem. Wir haben nur die lokale Information, wie die Glieder oder die zueinander stehen, zum Beispiel im Basiskoordinatensystem hier von diesem Exoskelett. So, natürlich haben wir gesehen, dass wir auch Handbewegungen sehr wichtig sind. Das heißt, wir müssen auch in der Lage sein, beispielsweise Hand- oder Fingerbewegungen aufzuzeichnen. Und hier gibt es einige Systeme, wo man Marker lokalisiert mit elektromagnetischen oder akustischen oder nach akustischen Prinzipien. Ja, das sind hier diese Marker hier an den Fingern, wie man sieht, hier angebracht, wo der Mensch hier verkabelt ist und wo man sieht, dass man hier auch Positionen von diesen elektromagnetischen oder von akustischen Markern oder akustischen Sensoren lokalisieren kann. Das ist günstiger als markerbasierte optische Lösungen, also keine Hunderttausende von Euro, um so ein System zu bauen. Man hat natürlich kein großes Problem mit Verdeckungen. Das Problem ist natürlich die begrenzte Reichweite, alleine dieser Aufbau hier, was man sieht, ja, mit den ganzen Kabeln. Wenn das Ganze magnetisch ist, dann dürfen wir keine Aktionen zum Beispiel ausführen, wo wir metallische Gegenstände manipulieren, weil das würde natürlich alles verrauschen. Und die Genauigkeiten, die man hier erzielt, die sind nicht so zufriedenstellend. Also wenn es darum geht, zum Beispiel Fingerbewegungen oder Kontaktpositionen von den Fingern an Objekten zu bestimmen, dann kann man damit nicht die notwendige Genauigkeit erreichen. So, wie ich bereits erwähnt habe, wir machen viel auf dem Gebiet hier in unserer Forschung und was wir eingeführt haben, machen auch andere Leute viel auf dem Gebiet. Die haben auch markerbasierte Systeme, optische Systeme. Also ist nicht so, dass das jetzt eine Besonderheit ist. Fast in jedem Labor, was sich mit Robotik oder mit Imitationslernen beschäftigt, hat so ein optisches Bewegungserfassungssystem. Und das Problem, was man immer hat, tatsächlich so die Platzierung der Marker. Also wenn ich zum Beispiel Daten von anderen Leuten benutze, wo haben sie ihre Marker platziert? Welches Modell vom menschlichen Körper haben sie überhaupt benutzt für die Rekonstruktion? Und deshalb, was wir gemacht haben, wir haben ein Referenzmodell vom menschlichen Körper definiert. Ja, da sieht man hier dieses Referenzmodell aufgezeichnet. Wir nennen das Master Motor Map und das nutzen wir tatsächlich für die Abbildung von Markerdaten oder Markerpositionen oder Rekonstruktion von erfassten Bewegungen von unterschiedlichen Menschen. Also das heißt, wir können dieses Modell tatsächlich auf die kinematischen Eigenschaften des Persons, des Lehrers anpassen, also 170, 180, 190 und so weiter und so fort. Und zu einem gewissen Grad können wir auch die dynamischen Parameter, aber das ist jetzt an der Stelle nicht notwendig. Insgesamt haben wir 104 Bewegungsachsen in dem Modell. Ja. Man sieht hier, die Hand natürlich alleine hat ja 23 Gelenke, die dort modelliert sind. Und die Idee ist, auf der einen Seite natürlich, dass wir Bewegungsdaten von unterschiedlichen Menschen aufzeichnen können, aber auf der anderen Seite, dass wir unterschiedliche Bewegungserfassungssysteme oder Daten, die aus unterschiedlichen Bewegungserfassungssystemen resultieren, auch nutzen können. Das heißt, mit Hilfe von diesem Modell und natürlich die Software, die dahinter steckt und die Datenstrukturen, die hier definiert sind, sind wir in der Lage, zum Beispiel markerlose Bewegungserfassungssysteme zu nutzen, also zum Beispiel Kameras, ja,
ohne Marke am Körper. Marke-basierte Systeme wie Vicon, IMU-basierte und so weiter und so fort. Oder Daten, die von einem Exoskelett kommen, ja, also das letzte Beispiel. Und wenn wir diese Daten hier haben, was wir tun, wir konvertieren all diese Daten in diesem Standardformat. Ja, das heißt eigentlich, wir normalisieren alle Daten auf dieses Referenzmodell, mit Hilfe von diesem Referenzmodell des Menschen, so dass auf der einen Seite jeder eigentlich, der auf dem Gebiet arbeitet, diese Daten nutzen kann, weil er weiß, wo die Marker, natürlich gibt es hier ein Markermodell, was zusammen mit diesem MMM oder Bestandteil auch von dem MMM ist. Und da die Leute dann wissen, wo die Marker waren und wie das Modell aussieht, können sie tatsächlich mit diesen Daten arbeiten und können sie Bewegungsdaten, die wir zum Beispiel hier erfassen, nutzen, um Aktionen für einen Roboter A, Roboter B zu generieren, um Rendering von Bewegungen zu machen, aber auch um zum Beispiel Aktionserkennungssysteme oder Bewegungsanalysen machen zu können. Und das Tolle dabei ist, dass man nur zwei Konverter schreiben muss. Auf der einen Seite, nehmen wir mal an, jemand kommt jetzt mit einem anderen Bewegungserfassungssystem, anders nicht, weil die Sensoren anders sind, sondern weil die Marker anders sind. Er benutzt keine 60-Marker, sondern nur 30-Marker. Dann muss er nur einen Konverter von seinem Bewegungserfassungssystem, also diese Konverter hier 1 bis N, muss er 1 schreiben, damit die Daten auf dieses Format abgebildet werden können. Und wenn er einen Roboter hat, dann muss er nur einen Konverter von diesem Format auf den eigenen Roboter abbilden. Und diese zwei Konverter zu schreiben, die sind State-of-the-Art-Methoden, die man also sofort nutzen kann. Zum Beispiel mit Hilfe von nichtlinearer Optimierungswerkzeuge oder Open-Source-Software. Und das ist genau, was wir machen. Das heißt, das ist hier eine Person, die demonstriert jetzt Teig vorbereiten. Kennt ihr das Beispiel? Das heißt, wir haben ja zwei Zutaten in diesem Becher und wir haben hier die Rührschüssel und die Aktion. Und da sieht man hier eigentlich die Rekonstruktion der Bewegung mit Hilfe von diesem normalisierten Modell. Es ist nicht nur die Handbewegung, sondern auch die Laufbewegung. Also wir können auch die 6D-Pose vom menschlichen Körper hier auch bestimmen. Und das ist unabhängig von der Person hier, die Demonstration macht. Also auch wenn ich das mache, dann haben wir eine normalisierte Beschreibung hier. Und man sieht hier eine ganz besondere Sache, die vor Segmentierung der Bewegung eine entscheidende Rolle spielen wird, dass wir nicht nur die Bewegung des Menschen hier aufzeichnen, ja, sondern wir zeichnen auch die Bewegung von den Objekten. Und das ist nur die Lernphase. Deshalb ist es legitim, dass wir zum Beispiel auch Marker auf die Objekte hier anbringen. Und wie man sieht hier, wir können die Bewegung zum Beispiel der Hand noch nicht rekonstruieren, weil wir keine Marker auf der Hand angebracht haben, sondern das wird nur praktisch angedeutet, dass jetzt Kontakt mit der Hand oder mit dem Objekt vorhanden ist. Und auf diese Art und Weise können wir viele Daten erzeugen, ja, oder können wir menschliche Demonstrationen aufzeichnen und die Daten, die daraus resultieren, nutzen, um generalisierte Aktionen zu lernen. So, der letzte Punkt ist, was hier External Observation in dem Paper hier von Brenner Argal genannt wurde. Das heißt, man hat überhaupt keine Marker, also wir waren jetzt hier oben, man hat hier keine Marker am menschlichen Körper, das heißt, wir haben nur irgendwelche Kameras, die am Roboter angebracht sind und mit Hilfe von diesen Kameras sollen wir tatsächlich diese Aktionen oder Aktivitäten des Menschen rekonstruieren. Natürlich nicht so hohe Präzision wie bei markerbasierten Systemen und hier sind komplexe Algorithmen zum Tracking von menschlichen Bewegungen notwendig und natürlich muss man das, was man beobachtet hat, in den Bilddaten auf die Kinematik des Roboters abbilden. Und da gibt es hier eine ganze Menge von Arbeiten. Das ist eine Arbeit, die aus 2008 aus meiner Gruppe stammt
wo wir tatsächlich mit rein Stereovision in der Lage waren, Oberkörperbewegungen von Menschen, also Bewegungen der Oberarme, ein Modell des Oberarms mit 14 der Oberarme mit insgesamt 14 Freiheitsgraden mit 30 Frames pro Sekunde zu tracken und diese getrackten Bewegungen auf den AMA 3 abzubilden. Das heißt hier tatsächlich, das ist ein Bildverarbeitungsproblem, wo zum Beispiel hier speziell in diesem Ansatz die Positionen der Hände und des Kopfs bestimmt werden über Hautfarbe-Segmentierung. Man sieht hier, dass es am Körper, am Kopf beziehungsweise an den beiden Händen hat man immer so ein Distanz-Cue. Man weiß, wo der Kopf und wo die zwei Arme sind. Man hat ein hinterlegtes Modell vom menschlichen Körper. Dann verwendet man ein anderes Cue, und zwar, das sind die Kanten, ja, die man zum Beispiel über Farbsegmentierung, wenn man jetzt hier beispielsweise ein blaues Hemd anhat, dann kann man natürlich die Kanten hier sehr leicht segmentieren. Und die Fusion dieser Kanten mit Hilfe von einem Partikelfilter führt dazu, dass man solche Bewegungen sehr gut rekonstruieren kann. Also vor allem eigentlich solche Bewegungen, wo die Hände senkrecht zur Bildebene sind, die natürlich nicht sehr leicht zu rekonstruieren wären, wenn man nicht dieses hinterlegte Modell des menschlichen Körpers hätte. Und das sind ein paar Beispiele. Also das ist 2008, wie gesagt, also publiziert 2008. Das heißt, 2007 wurde die Arbeit oder Ende 2007 gemacht. Und man sieht hier eine simultane Rekonstruktion von Axonen des Menschen. Das sind die Punkte hier, die die Position von Hand und Kopf angeben. Und das ist praktisch das Fitting von dem 3D-Modell zu den Bewegungen der Arme und gleichzeitig auch das Tracking von den Objekten, die der Mensch manipuliert. Ja? Und basierend darauf tatsächlich die Abbildung jetzt hier auf dem AMA 3, was ja nicht so wild ist, weil die Kinematik von dem Modell des menschlichen Körpers oder Modell der Arme von dem AMA 3 ähnlich ist zu der Kinematik oder inspiriert ist eigentlich bei der Kinematik des menschlichen Arms und deshalb ist diese Abbildung, wie man sieht, hier einfach. Gut, es steckt einiges dahinter, aber das ist so, wie man sich das vorstellen soll oder kann oder wie wir es auch gemacht haben. Okay, es gibt andere Methoden, auf die ich jetzt hier nicht genauer eingehen werde, zum Beispiel Skeleton-Tracking-Methoden mit tiefen Kameras, ja, also die Leute, die Interesse haben, das ist tatsächlich ein Bildverarbeitungsthema. Das heißt, wie man aus den einzelnen Bildern hier die Skeleton-Daten berechnet, also Bewegungen des Menschen. Und was uns interessiert, sind natürlich die Gelenkwinkel. Und man kann sich vorstellen, dass die Genauigkeit, die man hier erreicht, nicht vergleichbar mit der Genauigkeit, die man mit den markerbasierten Systemen hat. Ja? Natürlich werden hier auch eine ganze Reihe von Bildverarbeitungsmethoden, also hier im Falle von tiefen Bildern eingesetzt. Die Leute, die Interesse haben, seien auf das CVPR-Paper hier von 2011 verwiesen, beziehungsweise es gibt auch inzwischen neuere Arbeiten, wo Deep Learning-Methoden gerade hierzu eingesetzt werden, um dieses Tracking zu realisieren. Eine wichtige Arbeit, die für uns eine Rolle spielt bei der Segmentierung von Bewegungen, ist eine Arbeit, die hier von der Uni Göttingen kommt. Ja? Und zwar, wo man sieht hier, man hat ja hier Kamerabilder, also das ist eigentlich, was so uns interessiert. Ein Mensch bereitet ein Sandwich vor und wir wollen, dass der Roboter aus dieser Demonstration identifiziert oder lernt, was waren eigentlich die Aktionen. Und wenn wir uns erinnern an diesen Plänen und symbolischen Plänen, die wir behandelt haben, es sind nicht nur die Aktionen, die für uns wichtig sind, sondern eigentlich die Vorbedienungen und die Konsequenzen der Aktionen. Ja? Das heißt, was bedeutet es hier, wenn ich was hier schneide? Oder was bedeutet es hier, wenn ich hier das Ding loslasse? Ja, und da sieht man hier die Segmentierung von diesen Aktivitäten. Ja, also hier unten. Ja, da sieht man hier eine ganz schöne Segmentierung eigentlich. Unterarm vom Menschen, das ist der Teller.
das ist der Käse, das ist Salami hier, glaube ich, und so weiter und so fort. Und man kann eigentlich alles super erkennen, ja, und super verfolgen. Und was wir sehen werden gleich in der Vorlesung, werden sehen, dass eigentlich diese Art von Segmentierung ist sehr entscheidend, dass wir alle an der Aktion beteiligten Objekten, wobei auch die menschliche Hand oder Arm und so weiter auch ein Objekt, müssen eigentlich identifiziert werden. Und wir müssen genau wissen, wie sind die Relationen zwischen diesen Objekten. Ja? Also wir müssen wissen, dass zum Beispiel jetzt die Hand nicht in Richtung Toaster, beziehungsweise dass die Hand jetzt hier irgendwas schneidet oder dass beide Hände jetzt gemeinsam was machen. Ja, also diese Relationen, die sind für uns sehr wichtig, wie wir gleich sehen werden. So, ich habe es bereits erwähnt, Begriff Demonstration wird verwendet für Teleoperation und für Shadowing. Und der Begriff Imitation hier, wie in diesem Bild, wird benutzt, wenn man Sensoren am Lehrer oder auf dem Lehrer oder wenn man Aktionen des Menschen oder Demonstrationen des Menschen durch durch externe Beobachtung mit Sensoren, die am Roboter angebracht ist, verwendet. Nun gibt es andere Möglichkeiten. Hier bei dem, was ich bis jetzt erklärt habe, hatten wir nur über eine einzige Modalität geredet. Das waren die Markerpositionen, das waren die Bilder. Aber es gibt natürlich viele andere Sachen, die entscheidend sind bei der Demonstration, die man zum Beispiel über andere Modalitäten erfassen kann. Zum Beispiel haben wir überhaupt nicht über Audio geredet. Könnte man sich jetzt vorstellen, warum ist Audio wichtig, um menschliche Demonstrationen zu verstehen? Stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt kein passendes Objekt, was ich nicht kaputt machen kann oder mache, wenn ich das demonstriere. Aber stellen wir uns vor, oder haben wir was hier? Hat jemand eine Flasche dabei? Nein. Aber stellen wir uns mal vor, wir wollen das Objekt auf dem Tisch abstellen. Ja? Und wir sind hier. Ich glaube, keiner von euch jetzt wird... Hat jemand von euch oder sieht jemand, ob das Objekt schon auf dem Tisch ist oder noch in der Luft ist? Keiner, oder? Und auch wenn ihr das seht, vielleicht trickse ich euch, vielleicht habe ich das hier so nah dran gemacht, aber ich übe noch Kraft, um das Objekt zu halten. Das Objekt ist nicht wirklich auf dieser Fläche. Aber wenn ich das jetzt so mache, ich glaube, jetzt braucht ihr nicht hinzugucken, oder? Weil ihr wisst genau, das Objekt ist auf dem Tisch und sogar ihr könnt sehr genau wissen, wann das Objekt auf dem Tisch abgelegt wurde, ja? Und zwar nur von der Audiomodalität und nicht von der Bildmodalität. Weil bei der Bildmodalität, auch wenn es keine Kante hier gibt, könnt ihr jetzt nicht wissen, ob das Objekt auf dem Tisch ist oder nicht, oder? Nein, das könnt ihr nicht, oder? Kannst du? Nee. Aber jetzt wisst ihr schon, dass es auf dem Tisch ist oder auf dem Boden ist. Okay, das heißt... Das ist so eine weitere Modalität. Die zweite Sache, die wichtig ist, ist nicht nur die Aktionen des Roboters oder die Aktionen der Endeffektoren, die wirklich direkt an der Aktion, die Bewegungen der Endeffektoren, die wirklich an der Aktion beteiligt sind, wichtig, sondern zum Beispiel, wie kann ich andere Informationen benutzen? Also wo der Mensch zeigt beispielsweise oder wo der Mensch hinguckt und ähnliches. Und das ist, was man so multimodale Interaktion, also die Nutzung von multimodaler Interaktion, nicht nur die hier, sondern tatsächlich auch, was der Mensch sagt. Also wenn der Mensch sagt, nee, das war schlecht und das war gut beispielsweise, dass man hier tatsächlich diese sprachliche Information nutzt, um mehr Verständnis über die Demonstration des Menschen zu erzielen. Okay. So, dabei will ich es belassen und zum nächsten Punkt gehen. Und zwar, wie lernen wir eine Fähigkeit? Ich habe das jetzt eine Fähigkeit, können wir auch eine Aktion, und wir wollen nicht nur eine Aktion, sondern wir wollen eine Aufgabe. Also der Roboter soll aus Beobachtung des Menschen lernen, wie eine komplette Aufgabe auszuführen soll.
auszuführen ist. Und da gibt es hier zwei fundamentale Vorgehensweisen. Die eine habe ich das letzte Mal erklärt, dass wir sagen, okay, die Demonstrationen sind nur die Trajektorien von Endeffektoren beispielsweise oder die Trajektorien von Gelenkwinkeln. Also ich habe eine kontinuierliche Bewegung und ich muss diese kontinuierliche Bewegung irgendwie repräsentieren. Am besten parametrisch repräsentieren, sodass ich Start- und Endposition von dieser Trajektorie für neue Aufgaben variieren kann. Das heißt, man hat hier eine nichtlineare Zuordnung zwischen Sensor- und Motorinformation und das ist eigentlich die Darstellung, wie es hier, also Repräsentation der Trajektorie, Bestimmung einer Mittelwerttrajektorie mit deren Variationen unter Berücksichtigung von dem, was wir wissen über die Umwelt, über die Trajektorie selber, über den Roboter selber. Und dann haben wir eine so Mittelwerttrajektorie erzeugt. Ja? Das heißt, wenn ich mal jetzt hier kurz das aufzeichnen will, aufzeichnen darf. So, wir gehen natürlich davon aus, dass wir nicht nur eine einzige Demonstration haben, sondern mehrere Demonstrationen für die gleiche Aktion. Ja? So, und was man natürlich machen muss, jetzt zunächst mal eine generalisierte Beschreibung oder eine gemittelte Trajektorie für diese Demonstration. Natürlich, wenn die Trajektorie komplex ist, habe ich das letzte Mal auch so kurz angedeutet oder gezeigt, dass wir eventuell die Trajektorie segmentieren, also in Teilen, in kleineren Teilen zu stücken, sodass wir diese kleineren Teile repräsentieren können. Und was hier passiert ist, also man hat mit irgendwelchen Methoden jetzt einen Weg gefunden, wo man sagt, diese Aktion A wird durch diese, das sollte nur eine Trajektorie sein, ja, rot ist nur eine, durch diese gemittelte Trajektorie dargestellt werden. Das ist, was hier auf dieser Ebene passiert. Und wir haben, glaube ich, oder ich habe das vorletzte Mal motiviert, warum das nicht so ausreichend ist. Sondern wir brauchen eigentlich eine Repräsentation von den, eine Abstraktion der Demonstration des Menschen. Das heißt, wir brauchen eine symbolische Beschreibung von der Demonstration des Menschen, wo am besten die Teilbewegungen mit symbolischen Aktionen assoziiert sind, mit deren Vorbedienungen und Konsequenzen. Und am besten natürlich, wenn wir aus der Demonstration des Menschen auch diese Vorbedienungen und diese Konsequenzen extrahieren können. So, das heißt, wir haben eine Bewegung und dann haben wir ein Vorwissen und vielleicht das Vorwissen, was wir haben, dass wir wissen, okay, wir wissen, wie Greifen geht, wir wissen, wie Schneiden geht. Das heißt, wir haben Repräsentationen von diesen Fertigkeiten, die können ja Bestandteil von unserem Bewegungsalphabet. Und wir versuchen in dieser Demonstration, die der Mensch gerade macht, versuchen wir solche Elemente mit deren Vorbedienungen und Konsequenzen zu identifizieren. Das heißt, hier wir definieren eine Menge von Controllern oder von Skills oder Fertigkeiten und nutzen wir, um diese tatsächlich Aktionen, die in der Demonstration vorkommen, zu extrahieren. Wir extrahieren die Taskstruktur, also Aufgabenstruktur, sprich die Vorbedienungen und die Konsequenzen der Aktionen, die wir identifiziert haben. Und dann haben wir eine generalisierte Beschreibung von der Demonstration auf einem symbolischen Level. So, ganz kurz, im Falle von Generalisierung auf Trajektorienebene oder wir werden kurz Generalisierung auf Trajektorienebene und auf symbolischer Ebene hier betrachten und bei Trajektorien, wie können wir diese gemittelte Trajektorie bestimmen? Das sind Methoden des maschinellen Lernens, mit denen man hochdimensionale Trajektorien, also Trajektorien, die in einem hochdimensionalen Raum beschrieben werden, zum Beispiel auf einem latenten Raum, also auf einem niedrigdimensionalen Raum abbildet, unter Nutzung zum Beispiel von bestimmten Features, ja, die Trajektorie bzw. letztendlich dann die Demonstration beschreiben.
Und diese Repräsentation, die können natürlich jetzt für diskrete Bewegung wie annähern, greifen, abstellen, aber auch für kontinuierliche Bewegungen, wie zum Beispiel wischen, wie zum Beispiel laufen, das ist ja auch eine kontinuierliche Bewegung, die wir vielleicht auch lernen wollen. So, und da gibt es hier in der Literatur viele Methoden, speziell hier auch von Sylvain Calinon und Oud Billard hier, eine ganze Menge von Methoden mit Gaussian Mixture Models, mit SVMs und ähnliches, mit denen man tatsächlich so eine gemittelte Trajektorie aus mehreren Demonstrationen des Menschen lernen kann. Symbolisch, der Ansatz, wie ich bereits gesagt habe, segmentiert und repräsentiert die Aufgabe anhand von einer vordefinierten Menge von Aktionen. Ja, das ist also Vorwissen, was wir brauchen. Das heißt, die Aufgabe ist eigentlich, wenn wir die Demonstration des Menschen verstehen, ist zu identifizieren, welche Aktionen von denen, die wir kennen, macht der Mensch geradeaus. Und ihr merkt das, welche Aktionen von denen, die ich kenne oder die ich vordefiniert habe. Das heißt eigentlich, dadurch sind wir nicht in der Lage, neue Aktionen, wir können neue Aktionen identifizieren, aber wir können sie natürlich nicht erkennen, wir können sie als unbekannte Aktionen beispielsweise in der Demonstration identifizieren und in einem nachgeschalteten Schritt sagen, okay, die Aktion, die du jetzt gerade ausgeführt hast, war Schrauben. Zum Beispiel, weil das nicht vordefiniert ist. Okay, hier werden auch eine ganze Reihe von Machine Learning Methoden, mehr dazu in der Robotik 2 Vorlesung, jetzt nicht in dieser Vorlesung, aber man sieht hier, der Mensch hier, der eine Tour aufmacht, um zum Beispiel diese Flasche hier in den Kühlschrank zu tun, der wird beobachtet mit mehreren Kameras hier. Und da kriegt man beispielsweise jetzt nicht für das Beispiel, sondern für das hier, kriegt man mehrere Strategien, wie man beispielsweise etwas macht. Also beispielsweise hier Aktion A, dann auf dem Objekt Aktion B und dann C, um das Ziel zu kommen, beziehungsweise andere Strategien, wo man sieht, da gibt es ja mehrere Varianten. Und das heißt, als Demonstrationsbeschreibung hat man nicht eine gemittelte Trajektorie, sondern hat man eine Sequenz von Aktionen. Also Demonstration A war Zustand A, B, E, G und Demonstration 2 A, E, B, F, G. Und dann kann man sagen, okay, eine mögliche Ausführung von der Demonstration des Menschen wäre beispielsweise mit Hilfe, natürlich mit Unterstützung von diesen Constraints, die man dann extrahieren muss, wäre dann die Folge der Aktionen A, E, B und G. Ja? Wie gesagt, das ist nur hier angedeutet, damit die Idee eigentlich rüberkommt, aber die Details, die dahinter stecken, die sind viel komplexer, als sie jetzt hier innerhalb von einer Vorlesung erklären zu können. So, die Vorteile hier, wir können auf die Art und Weise komplexe Fertigkeiten effizient über zum Beispiel einen interaktiven Prozess lernen, wo der Mensch wirklich Korrekturen machen kann in der Demonstrationen und wo dieses Feedback zum Beispiel vom Menschen berücksichtigt wird. Das Verfahren benötigt viel Vorwissen. Alleine die Tatsache, dass wir tatsächlich wissen müssen, also diese vordefinierte Menge von Aktionen, die wir in der Demonstration identifizieren wollen, ist schon viel Vorwissen, was wir in das System einspeisen müssen, damit wir Demonstrationen auf die Art und Weise segmentieren. Natürlich am besten, oder was man vielleicht sich wünschen kann, sind Methoden, die beide kombinieren. Ja, wo ich auf der einen Seite auf Trajektorienebene was segmentiere, aber auch nicht vergessen, dass ich bei den Demonstrationen des Menschen das Ziel habe, eine komplette semantische Beschreibung von der Szene inklusive die Konsequenzen der ausgeführten Aktionen zum Ziel habe. So, das sind die Zusammenfassung mit Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen Methoden, also Generalisierung auf Trajektorienebene oder auf symbolischer Ebene. Da will ich jetzt nicht mehr hier auf den Text auf der So, und interessant wäre natürlich, wie ich bereits gesagt habe, eine Kombination von beiden Methoden. Also, dass wir sowohl die Trajektorie einer Aktion als auch diese symbolische Beschreibung der Demonstration erzeugen.
Dazu müssen wir natürlich auch die Art und Weise, wie wir die Bewegung segmentieren oder die Demonstration, ich darf nicht mehr sagen die Bewegung, sondern die Demonstration, weil die Demonstration oder die Vorführung des Menschen besteht aus Bewegungen, die zu Veränderungen im Zustand der Umwelt führen. Also die Konsequenzen der Aktionen, die ich ausführe. Und deshalb braucht man natürlich hier neue Methoden der Segmentierung. Einmal Bewegungssegmentierung, das kennen wir, gibt es viele Methoden, die man nutzen kann. Und auf der anderen Seite ist semantische Segmentierung, also sogenannte Aufgabensegmentierung, wo man hier Merkmale extrahiert über den semantischen Zustand der Umgebung. Ja, und das wäre jetzt hier ein Beispiel mit dem gleichen Methoden, was wir vorher zur Segmentierung gesehen haben, wo man die Regionen im Bild zum Beispiel labelt und dann schaut, wie die Relationen zwischen diesen Labeln sich verändern. Und dann führt man diese Veränderungen, die man sieht, hier auf diese Datenstruktur, die uns etwas über Relationen zwischen Objekten aussagt. Zum Beispiel ob zwei Objekte in der Szene sich berühren oder nicht. Weil ganz wichtig eigentlich bei den Demonstrationen ist zu extrahieren, bei dieser Aktion greifen, abstellen. Ich meine, die zwei wichtigsten oder die wichtigsten Ereignisse, die ich identifizieren muss, ist eigentlich, wann hat meine Hand dieses Objekt berührt? Ja, weil das ist ja der Trajektorienteil, das können wir mit vielen Methoden, wie hier aufgeschrieben wird, identifizieren und eine Mittelwerttrajektorie lernen. Aber eigentlich die Vorbedienung für das Hochheben von dem Objekt ist, dass meine Hand auf dem Objekt ist und nicht nur auf dem Objekt, sondern das Objekt stabil greift. Und jetzt hebe ich hoch und gehe weiter, das ist ja eine andere Trajektorie. Und das, der nächste wichtige Punkt ist eigentlich, wann lässt meine Hand dieses Objekt? Das heißt, wann wird der Kontakt zwischen meiner Hand und diesem Objekt aufgelöst? Und deshalb sind diese Kontakt- und Nicht-Kontakt-Relationen sehr wichtig. Und das nutzen wir tatsächlich aus, um Demonstrationen des Menschen, unabhängig jetzt vom Sensorsystem, was wir nutzen, zu segmentieren. Das heißt, für uns ist ganz wichtig, wie ich in der Einführung hier zu dem Thema gesagt habe, diese Relationen zwischen Objekten in der Szene. Also wir bleiben bei Teig vorbereiten. Und das sind Marker, die am menschlichen Körper angebracht sind. Und das ist die Repräsentation von dem Zustand der Umwelt. Ja? Das heißt, die linke Hand hat einen elektrischen Mixer oder greift einen elektrischen Mixer und der elektrische Mixer ist in dieser orangenen Schüssel. Ja? Und klar, man kann das visuell machen mit Kameradaten oder man kann das über die Marker hier, die am menschlichen Körper angebracht werden, machen. Das ist sogar einfacher. So, und wie man sieht hier, wir können auf die Art und Weise, wenn wir diese Objektrelationen betrachten, können wir Vorbedienungen und Effekte von Aktionen, die man bei einem symbolischen Planer benötigt, extrahieren. Denn wir können den Zustand am Anfang von einem Bewegungssegment identifizieren. Zum Beispiel die linke Hand berührt nichts, ja, ganz am Anfang. Und wenn der Zustand am Segmentende, die linke Hand die rote Tasse berührt, dann wissen wir, die Hand war vorher empty, die linke Hand. Das sind ja die Prädikate oder das sind ja die Beschreibungen, die wir brauchen für symbolische Planung. Und die Nachbedienung, die linke Hand die rote Tasse ist in der linken Hand und die Hand ist nicht mehr frei. Ja? Und zwar wirklich ganz einfach aus diesen Beobachtungen oder auf diesen Betrachtungen. Und was wir hier gemacht haben, wir haben jetzt eine Segmentierungsmethode entwickelt, die beides gleichzeitig erfüllt. Ich habe es vorher gesagt, was ganz wichtig ist, zunächst mal zu identifizieren, wann berührt ein Endeffektor des Menschen, das kann natürlich von Manipulation greifen ist es die Hand, aber beim Laufen ist der Fuß. Also wann berühre ich den Boden beim Laufen oder beim Treppensteigen,
wann berühre ich den Boden. Aber bleiben wir bei Manipulation. Das heißt, auf dem höchsten Level extrahieren wir diese semantische Information. Vorher gab es keinen Kontakt zwischen dem Endeffektor, Hand und Objekt, und dann hier an der Stelle hier, also an dieser, bei diesem sogenannten Keyframe hier, hat die Hand die Tasse berührt, und ab da ist die Tasse in der Hand. Und irgendwann mal wird die Tasse hier abgelegt, das heißt, da gibt es keinen Kontakt. Das heißt, wir haben diese Demonstration jetzt zunächst mal auf der höchsten Ebene, auf dem ersten Level der Segmentierung, durch zwei Keyframes unterteilt. Und diese Keyframes, die sagen uns, Tasse ist in der Hand oder Tasse nicht in der Hand. Ja, also hier ist Tasse nicht in der Hand, Tasse in der Hand und dann Tasse nicht in der Hand. Aber eigentlich, wenn wir die Tasse oder die Flasche oder irgendwas greifen, dann machen wir auch unterschiedliche Sachen damit. Ja, wir können daraus trinken, wir können es vielleicht so schütteln, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, was uns interessiert, dass wir innerhalb von diesen Segmenten, die ich jetzt semantische Segmente nenne, Folgendes identifizieren möchten. Wir möchten diese Grenzen identifizieren. Also wir möchten wirklich die Aktionen wie Lift, also hochheben, einschenken, abstellen, auch identifizieren. Und das, was wir hier gemacht haben, das heißt, auf der oberen Ebene betrachten wir, wann Kontakte zwischen zwei Objekten in der Demonstration entstehen bzw. verschwinden. Das Entstehen von einem Kontakt oder das Verschwinden von einem Kontakt zwischen zwei Objekten ist ein Keyframe, also ein Schlüsselframe in der Demonstration, was wir uns merken müssen. Und dann innerhalb von diesen sogenannten semantischen Segmenten hier müssen wir auf Trajektorienebene gucken, was der Mensch jetzt gerade gemacht hat. Ob er unterschiedliche Aktionen gemacht hat. Ob er zum Beispiel die Tasse nur angeschubst hat oder hochgehoben hat. Ob er eingeschenkt hat oder nur geschüttelt hat und so weiter und so fort. So, und das ist, was wir machen. Das will ich kurz anhand. Das heißt, wir nehmen Bewegungen vom Menschen. Das ist der Mensch hier. Das sind hier diese Marker, die am Menschen angebracht sind. Wir haben Modelle von den Objekten, ja, und wir können die Objekte tracken, weil wir auch auf den Objekten diese Marker angebracht haben. Und ein Problem oder eine Sache, die ein Problem für uns in der Robotik war, Kollisionen zwischen Objekten. Wir haben uns so lange beschäftigt mit kollisionsfreier Bewegungsplanung und wir haben Methoden kennengelernt, mit denen wir kollisionsfreie Bewegungen erzeugen können. Aber genau jetzt Kollisionsmethoden, also die Detektion von Kollisionen, ist jetzt für uns so wichtig, weil die Kollision zwischen zwei Objekten ist Kontakt bzw. kein Kontakt. Das heißt, wenn ich die Modelle von den Objekten nehme und ich prüfe nur, wann eine Kollision zwischen der Hand und einem Objekt stattgefunden hat, dann habe ich ein Keyframe für ein semantisches Segment der Demonstration. Und das kann man ganz einfach machen oder bekommen mit Hilfe von Standard-Collision-Detection-Algorithmen, die man so kennt. Okay, so, das hatten wir schon. Und jetzt gucken wir uns das Ganze so ein bisschen an. Das heißt, wir haben diese zwei Levels und ich hoffe, ihr habt das verstanden. Beim ersten Level gucken wir Hand-Objekt-Relationen, kein Kontakt, Kontakt und kein Kontakt. Und im zweiten Level wollen wir zum Beispiel sagen, in diesem semantischen Segment, Flasche in der Hand, wollen wir die Aktionen heben, schütteln, einschenken, abstellen, identifizieren. Und jetzt gucken wir mal das uns an. Das heißt, man sieht hier, ganz am Anfang wird jetzt ein Kontakt stattfinden, hier. Und dieser Kontakt wird identifiziert zum Beispiel, indem die Distanz zwischen Flasche und Tisch 0 ist. Das sieht man anhand von diesem Verlauf, für die Leute, die die Verläufe hier verstehen wollen. Aber was wichtig ist,
ist, was da passiert. Das heißt, das ist die Demonstration des Menschen. Der Mensch, der fängt so an, ja. Und man sieht hier zunächst mal hochheben. Das heißt, hier wird ein Kontakt aufgelöst. Die Fläche ist in der Hand, aber es wird ein Kontakt mit dem Tisch aufgelöst. Das nächste Segment ist Fläche abstellen. Das heißt, da entsteht hier ein Kontakt zwischen Fläche und Tisch, ja. Und das kann man natürlich anhand auch von diesen Daten hier, also der Distanz zwischen Fläche zum Tisch beziehungsweise Distanz der Hand zu Fläche, das ist der grüne Punkt hier. Wenn es 0 ist, dann ist die Fläche in der Hand, ja. Und man sieht hier zwischen da und da ist die Fläche in der Hand. Das heißt, die Hand berührt die Fläche, weil die Distanz 0 ist und so weiter und so fort. So, und auf dem nächsten Level sehen wir, was passiert. Das heißt, wir wollen jetzt auf dem nächsten Level identifizieren, dass man zum Beispiel nicht nur die Fläche hochgehoben hat, sondern dass dieses Schütteln hier ausgeführt wurde. Beziehungsweise dass das Einschenken hier auch erfolgt ist. So, und was machen wir jetzt? Also wenn man diese Trajektorie mal jetzt hier anguckt, dann sieht man, dass diese Detektion von Kontakt und Nicht-Kontakt ziemlich einfach. Für die Detektion der unterschiedlichen Bewegungen oder Aktionen, die der Mensch ausführt mit der Fläche, braucht man irgendeinen Algorithmus oder eine Methode. Und deshalb nehmen wir diese Trajektorie mal hin und fangen wir an, so mit einem gleitenden Fenster mal die Trajektorie mal zu betrachten. Und zwar, wir fangen an und sagen, okay, jetzt nehmen wir die Mitte von diesem gleitenden Fenster und gucken wir die Trajektorie links und rechts davon. Ja? Man sieht hier beispielsweise, dass diese Trajektorien sehr stark voneinander abweichen, mit Hilfe von einem Kriterium, was wir gleich sehen werden. Deshalb könnte man auf die Idee kommen, oh, okay, ich muss sie unterschiedlich repräsentieren. Das sind zwei unterschiedliche Aktionen, die der Mensch ausgeführt hat. Oder eine Aktion vielleicht mit einer unterschiedlichen Amplitude. So, und dann läuft man hier entlang von diesen Verläufen. Die Verläufe, die kommen aus der Demonstration des Menschen. Und man nimmt immer Hypothesen für mögliche Keyframes, die diese Grenzen auf dem zweiten Level der Segmentierung identifizieren. Und man hat irgendeinen Score hier und dieser Score sagt uns, wie gut die aktuelle Hypothese ist. Und die aktuelle Hypothese, die Güte von der aktuellen Hypothese muss natürlich mit Hilfe von einem Güte-Metrik identifiziert werden. So, was man hier macht oder was daraus resultiert, ist folgende Unterteilung dieser Trajektorie. Das heißt, man hat hier zunächst mal ein Segment, weil die zwei zum Beispiel sehr stark voneinander unterscheiden. Das ist nur X, Y, Z hier aufgezeichnet. Dann kommt das hier. Das war ein Keyframe, was dieses gleitende Fenster uns geliefert hat. Und anschließend das hier. Und man sieht tatsächlich, dass diese Trajektorien hier sehr ähnlich sind. Ja, innerhalb von diesen zwei oder zwischen diesen zwei vertikalen Linien. Das nächste, was dieses Verfahren geliefert hat, wahrscheinlich weil die nur die Trajektorie hier angeguckt hat, war ein Keyframe hier. Und dann vergleicht man in der Mitte und sieht man, oh, die linke Seite ist komplett anders als die rechte Seite, deshalb muss ich hier auch so ein Keyframe einsetzen. Damit zum Beispiel das hier als eine Aktion schütteln beispielsweise und die andere vielleicht mal abstellen oder hochheben, weil die ist ähnlich zu dem hier. Und dann geht es weiter. Und dann sieht man, hat man hier ein Keyframe, vergleicht man die Trajektorien auf der linken und rechten Seite innerhalb von diesem gleitenden Fenster und stellt man fest, ah nee, das kann ich so nicht machen. Natürlich, das hängt von dem Metrik, was ich definiere oder was ich nutze zur Evaluierung der Qualität von einem Keyframe. Das geht so nicht, deshalb muss ich hier was einfügen, damit die Ähnlichkeit hier gegeben ist oder damit ich diese Trajektorie überhaupt repräsentieren kann. Das heißt, die Reihenfolge, wie jetzt diese
vertikalen grünen Linien erschienen sind, ist tatsächlich die Reihenfolge, wie diese Keyframes durch diesen Algorithmus identifiziert wurden. So, das heißt, dieses Keyframe bei zum Beispiel 37 oder 36,5 wird zuerst identifiziert und anschließend das bei 31. Ja, was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir tatsächlich, dass es kein Online-Verfahren zur Segmentierung von diesen Trajektorien. Also wir können das Verfahren nicht online nutzen, um Demonstrationen zu segmentieren und zu nutzen, sondern natürlich vor offline, wo wir sagen, okay, wenn es um Teig vorbereiten oder Brot schneiden oder ähnliches, können wir das verstehen und können wir das auf die zugrunde liegenden Aktionen abbilden. So, diese Heuristik, die tatsächlich entscheidet, wann ein Keyframe oder ob ein Keyframe ein Frame ein Keyframe ist oder nicht, ja, ist hier dargestellt. Und zwar, wir messen die Länge der Beschleunigungskurve der Trajektorie. Der erste Level der Segmentierung war Kontakt, Nicht-Kontakt. Das sind Kollisionsdetektionsalgorithmen zwischen Modellen, zwischen Meshes, ja, Modell vom Objekt und Modell von der Hand. Und wir sind jetzt auf dem zweiten Level, wo wir tatsächlich für die Länge der Beschleunigungskurve der Trajektorien messen. Kann man auf die Art und Weise hier mit irgendwelchen Skalierungsfaktoren. Und dann sucht man den besten Keyframe-Kandidaten mit diesem gleitenden Fenster, indem man die Segmente links und rechts von dem Keyframe evaluiert oder auswertet oder die Qualität von diesen Segmenten links und rechts evaluiert. Also wenn zum Beispiel dieser Quotient, wenn die Qualität von diesem Keyframe links größer als rechts, dann nehmen wir den Quotienten. Wenn das kleiner gleicht, dann nehmen wir diesen Quotienten und macht das Ganze rekursiv, bis die Segmentlängen, die man identifiziert, also die Segmentlängen, die man identifiziert hier, entweder zu klein, sodass man sie als Aktionen beschreiben kann, oder zu ähnlich zu bereits extrahierten Segmenten. Natürlich muss man solche Verfahren evaluieren. Also wenn man so ein Segmentierungsverfahren entwickelt, muss man das evaluieren. Und wir haben hier eine Referenzsegmentierung, also die ein Mensch, da saß ein Mensch und hat gesagt, okay, also saß eine Person und hat manuell die Demonstration segmentiert. Also hier hat der Mensch die Tasse berührt, hier hat angefangen zu schütteln, hier hat das abgestellt und so weiter und so fort. Und dann mit Hilfe von so einer Bestrafungsfunktion für die Segmente, die der Algorithmus entweder zu viel generiert, also die zusätzlichen Segmente, Keyframes oder die Keyframes, die er gar nicht detektiert hat. Und dann das war eine Fehlerfunktion und dann der mittlere quadratische Abstand zwischen der Referenzsegmentierung und der Segmentierung vom Algorithmus. Und das ist das Ergebnis. Ja? Das ist eine manuelle Segmentierung oben, die ein Mensch gemacht hat. Und das ist, was der Algorithmus automatisch erzeugt. Ja? Für zwei Beispiele, also zwei Wiederholungen der Aktionen einschenken und schütteln. Und man sieht hier, einmal haben wir natürlich fehlende Segmente, also die Referenzsegmentierung hat zum Beispiel ein Keyframe hier identifiziert, was der Algorithmus der hierarchischen Segmentierung hier nicht herausfinden können. Das sind die roten Punkte, es sind nicht so viele eigentlich. Dann haben wir hier ein paar zusätzliche Keyframes, die der Algorithmus detektiert hat, die in der manuellen Segmentierung nicht vorkommen. Und dann haben wir, die grünen sind die gefundenen Keyframes, also die Keyframes, die der Algorithmus gefunden hat, die in der manuellen Segmentierung waren. Man sieht natürlich, die zeitlichen Relationen sind nicht die gleichen, also dieses Keyframe gehört zu dem und der zu dem, das war zu viel, also das hat der Algorithmus nicht entdeckt und das gehört hier zu dem. Die zwei hier sind ein bisschen weiter auseinander, aber trotzdem hat der Algorithmus hier diese zwei Keyframes auch berechnet. So, und man sieht hier, wie das Ganze so ein bisschen in einem komplexen Szenario aussieht. Also zunächst mal, die vertikalen Linien, die
die hier erscheinen, sind die Grenzen, also jetzt hat Mirko die Tasse berührt, jetzt abgestellt und immer wenn er was berührt, kommt so eine vertikale Linie oder wenn er was loslässt, jetzt hat er den Schneebesen berührt, er berührt, berührt, rührt, 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 weiter, weiter, weiter und wenn er das abstellt, werden wir gleich sehen, da kommt noch ein, das sind zunächst mal die semantischen Segmente und jetzt gehen wir zum zweiten Level, ja, also jetzt wollen wir innerhalb von so einem großen Segment die unterschiedlichen Aktionen wie schütteln, einschenken und so weiter und so fort machen. Deshalb betrachten wir das mit der Flasche hier und man wird gleich sehen, immer die schwarzen Linien sind zunächst mal Grenzen von einem semantischen Segment und das hier, würde man sagen, das war ein Fehler. Aber das ist kein Fehler. Das ist, weil die Hand mit dem Tisch kollidiert hat, als er die Tasse, die Flasche greifen wollte. Und dann hat er die Flasche gegriffen, und deshalb kommt dieses erste semantische Segment. Und ab da, jetzt haben wir Beginn eines semantischen Segments. Immer wenn sich der Bewegungsstil ändert, muss so eine rote Linie kommen. Ja, vertikale Linie kommen, wenn das funktioniert. So, jetzt schüttelt er, jetzt hat er das geändert, wie man sieht hier, Entschuldigung, eine schwarze hier. Jetzt ändert er das, dann kommt was, das ist genau, was ich vorher erklärt habe anhand von einem Beispiel. Das heißt, das sind eigentlich die Aktionen bzw. die Primitiven, die der Algorithmus gefunden hat und die dann benutzt werden können, um diese Demonstration des Menschen zu beschreiben. Okay, es gibt viel mehr dazu zu erzählen. Natürlich haben wir jetzt nur Daten. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir aus diesen Daten generalisierte Repräsentationen erzeugen. Das heißt, tatsächlich mit Hilfe von Methoden des maschinellen Lernens. Auf der einen Seite könnte man sagen, okay, man nimmt so ein Batch-Learning-Methode. Das heißt, man sammelt Daten, viele Aktionen aus Demonstrationen und versucht da hier eine generalisierte Beschreibung zu machen. Das würde bedeuten, immer wieder, wenn ich jetzt was Neues lernen will, muss ich lernen über den kompletten Datensatz, den ich habe. Oder was viel eleganter wäre, dass man so ein inkrementelles Lernen macht. Das heißt, ich lerne aus mehreren Demonstrationen eine Menge von Aktionen und wenn jetzt etwas dazu kommt, lerne ich das nochmal dazu und muss nicht über den gesamten Bewegungsdatensatz oder Demonstrationsdatensatz hier meine Lernmethoden anpassen, meine gelernten Aktionen erneut lernen, sondern ich kann diese Aktionen vielleicht verfeinern und verbessern mit diesem zusätzlichen Wissen, was zum Beispiel durch eine neue Demonstration kommt. Gut, da werden wir hier viel, auch wie ich mehrfach heute erzählt habe, in der Robotik 2 Vorlesung erfahren. Ich habe noch ein paar Beispiele dabei, aber ich sehe, die Zeit ist zu Ende. Ich belasse es bei dem Hinweis tatsächlich für alle, die tiefer in das Gebiet einsteigen wollen, mit dem Hinweis auf die Vorlesung Robotik 2 im Sommersemester. Nochmal mit dem Hinweis, am Montag werden wir eine Übung zu dem Thema haben, aber auch zu symbolischer Planung. Und am Donnerstag werden wir eine Laborführung bei uns haben, damit ihr viele von den Sachen, die wir hier so zum großen Teil, also so trocken mit Folien, mit Übungen und Videos behandelt haben, damit ihr das tatsächlich live im Labor sehen könnt. Ich bedanke mich dann heute für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann am nächsten Donnerstag bei der Laborführung. Ja, danke.